Ich bin eigentlich fassungslos. Fans gegen Otto. Schwarzes Geld beim DFB. Sport nicht nicht existieren. Es ist eine gezielte Mafia gegen diesen Verein und gegen dieses Präsidium. Kann doch alles nicht normal sein, sowas. Aber die haben alle die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Bluttropfen. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. So, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht doch.